gibst und du gibst. Du gibst dein ganzes verfluchtes Leben. Und was passiert? Die Menschen reißen dich nieder. Warum zerstören die Menschen ihre Götter? Seit ich denken kann, setz ich mein Herz in Brand. Komm, wir ziehen alle gemeinsam an meinem Nervenstrang, bis er reißt und wie eine Peitsche euer Fleisch einschneidet. Auch wenn dich die eigentlichen Narben mehr in Geiste geißeln. Meiner Meinung nach beste Eigenheit Eitelkeit verhindert, dass ich mir mit deinesgleichen meine Zeit vertreib. Slide mir nicht mit High rein in meine Insta-DMs. Smalltalk und Höflichkeit ist beides ineffizient. Ich hab bereits akribisch meinen Tag geplant. Da ist die Welt für dich in der REM-Schlafphase noch gar nicht wahrnehmbar. Und ich hab keinen Spielraum für einen weiteren Kaffeeklatsch. Mach einen Termin aus, geh und frag mein Sekretariat. Vielleicht lässt sich was einrichten bei deinem letzten Abendmahl. Denn Brot mit mir zu brechen hat einen leicht giftigen Nachgeschmack und trennt dir lebensenergetisch 13 Meridiane ab, während in meinen Augen jede feindselige Ader platzt. Und wenn ich sag, dass ich ein persönliches Album mach, heißt das, ich biete euch meine unbeschönigte Haltung dar und verzicht auf alle Lückenfüller in der Tracklist. Mach David Fincher, es gibt Psycho-Thriller wie ne Blacklist und euch mit Minderwertigkeitskomplexen zu Selbstmord touristisch anonymen Brückenspringern in Manhattan. Ich bin und bleib verächtlich, geschäftig und hochbegabt, immer vor der Deadline, erst recht an deinem Todestag. Auch vollkommen ausgebrannt bin ich nie im Leerlauf. Du fragst, ob ich reden will und ich schütt dir mein Herz aus. Leise riesen Kleinpartikel atomaren Kernstaubs, während ich innerlich vor mir herfaul. Burnout, ich hab ein Burnout. Heißt, ich bin in Höchstform, voll in meinem Element, meine meinen Jetson. Burnout, ich öffne die Büchse der Pandora, weil mich diese Welt, so wie sie ist, sonst völlig unterfordert. Ich hab ein Burnout. Überdies bekannt für meine Hypervigilanz und das trotz einer schon beinahe ermüdenden Brillanz. Du dagegen liegst bereits mit Pfeiferdrüsen fieberkrank in deinem Bett und jammerst rum wie so ein Schülerpraktikant. Von wegen dein Job sowie dein Leben seien hart und dir wird ja nichts gedeiht. Dein Arbeitgeber ist ein Arsch und mehr als nötig leisten müssen steht nicht im Vertrag und wär nur dann okay, wenn man dir Sonderprämien bezahlt. Und bleibst du mal länger da, fühlst du dich so getriggert. Du hast noch am übernächsten Tag kein anderes Thema mehr parat. Hörst du, was du sagst, mit so einer Einstellung was reißen wollen? Gib ganz sicher kein High Five mit meiner Haifischflosse. Ich mach Überstunden noch und nöcher feil danach bis in die tiefste Nacht wie im Delirium an Songtext blättern und weiß am nächsten Tag genau, dass jeder Handgriff sitzt. Minutiös getaktet in darwinistischem Aberwitz. Opferlämmer hängen auf TikTok, ich häng auf Google News für Kurvendiskussionen über den Yen-Dollar-Rubel-Kurs auf Banking-Apps zum Geld verdienen. Kauf dir deinen Aktienanteil vor der Nase weg, ich bin dein Trade Republic Enemy. Schwarze Tinte fließt asymmetrisch durch die Fasern des Papiers. Was ich sage, ist so wasserdicht, die Farbe imprägniert zu einem Fallbild für den Rorschach-Test. Und wie du es wahrnimmst, sagt mehr über dich als mich aus. Nenn mich Sokrates. Auch vollkommen ausgebrannt bin ich nie im Leerlauf. Du fragst, ob ich reden will und ich schütt dir mein Herz aus. Leise riesen Kleinpartikel atomaren Kernstaubs, während ich innerlich vor mir herfaul. Burnout, ich hab ein Burnout. Heißt, ich bin in Höchstform, voll in meinem Element, meide meinen Jetson. Burnout, ich öffne die Büchse der Pandora, weil mich diese Welt, so wie sie ist, sonst völlig unterfordert. Auch vollkommen ausgebrannt bin ich nie im Leerlauf. Du fragst, ob ich reden will und ich schütt dir mein Herz aus. Leise riesen Kleinpartikel atomaren Kernstaubs, während ich innerlich vor mir herfaul. Burnout, ich hab ein Burnout. Heißt, ich bin in Höchstform, voll in meinem Element, meide meinen Jetson. Burnout, ich öffne die Büchse der Pandora, weil mich diese Welt, so wie sie ist, sonst völlig unterfordert. Ich hab ein Burnout. Es hat immer schon so viele Dinge gegeben, die ich machen wollte, und jetzt kann ich sie machen, endlich. Niemand kann mich aufhalten. Niemand. Ich bin frei, endlich. Ich bin frei.